Willkommen zurück bei Final Fantasy 4 und das letzte Mal haben wir den Dunkelelfen besiegt und auch einige andere mehr. Und wir werden hier sofort schon wieder in einen Kampf gestürzt. Eigentlich wollte ich euch nur noch mitteilen hier, bevor wir hier weitermachen, dass ich ja den Weg zurückgegangen bin von dem Dunkelelfen aus durch die Höhle, durch die Magnethöhle. Und dabei konnte Yang auch noch eine neue kleine Kralle erhalten. Das war sehr, sehr schön. Die hat den wunderbaren Namen Katzenkralle. Und die Katzenkralle hat einen kleinen Zusatzeffekt. Nämlich kann sie, es besteht die Möglichkeit, einen Gegner in den Schlafmodus bringen. Mal sehen, ob wir das irgendwann mal feststellen werden oder nicht. Kann ich noch nicht sagen. Ansonsten habe ich mich um alle möglichen Gegner da nochmal gekümmert. Also ich habe ein bisschen trainiert, aber wirklich nur, dass wir eben alle Kämpfe da mal durchgeführt haben auf dem Rückweg. Einfach aus dem einfachen Grund, dass ich ja noch ein bisschen Geld farmen wollte. Und wir haben jetzt über 22.000 Gil und damit mehr als genug, um auch diesen ominösen, wie nennt man es denn, diesen Mitgliedsausweis für die Schenke zu kaufen, in dem ja doch merkwürdigen Dörfchen. Aber dazu kommen wir gleich. So, der schwarze Chocobo bringt uns nämlich ruckzuck zurück. Ich brauche gar nichts mehr weitermachen. Er will direkt zu seinem Zuhause, zum Chocobo-Dorf zurück. Kann ich verstehen. Ich wäre trotzdem froh, wenn ich jetzt ohne einen weiteren Zufallskampf einfach wieder zurück darf zu dem Anfangsort. Okay. Wundervoll. Hier. Die Stadt Treuer oder das Dorf Treuer. Da gab es ja nämlich noch diese kleine Taverne. Und da möchte jemand von uns einen Mitgliedsausweis. Den haben wir noch nicht. Wir können ihn aber kaufen für ganze 10.000 Gil. Wir kaufen ihn jetzt also einmal. Und gucken mal, was wir dazu bekommen. Ein Mitgliedsausweis der Schenke zum König. Kurioserweise aber kein wertvoller Gegenstand, also sollten wir unseren Besuch wohl ausnutzen, weil ich fürchte, wir haben den jetzt auch nicht mehr im Inventar, oder? Doch, immerhin. Willkommen! Die Vorstellung beginnt in wenigen Augenblicken. Möchtet ihr zuschauen? Ja? Ich glaube schon. Ich hätte es mir denken sollen. Ja, wir bekommen richtig was für unser Geld geboten hier. Wer braucht schon Waffen und Ausrüstung, wenn man auch 9 Tänzerinnen begutachten kann? Ja gut, eine Privatvorstellung kann man das wohl nennen. Aber so richtig begeistert ist Cecil wohl nicht. Ja, macht's gut. War schön, euch kennengelernt zu haben. Aber dass ich dafür jetzt einfach das Geld rausgeschleudert habe, ich will ja nicht sagen, das ärgert mich. Aber gut. Ich habe mir ein bisschen mehr von der Schenke erhofft. Hast du etwa nichts Besseres zu tun, als hier rumzuhängen? Ja, sagt der Richtige.
Ah, da geht's noch weiter. Okay, okay. Ist aber alles leer. Hau ab, du Lüstling! Das ist eine Umkleide! Verstehe. Okay, okay. Tut mir sehr, sehr leid. Aber ja, super. Gut, haben wir das auch geklärt. Hat sich total gelohnt. Macht das unbedingt. Holt euch dafür die ganze Kohle und seid glücklich. Na gut. Wir haben jetzt aber noch ein bisschen mehr Geld mittlerweile. Sollten also die Kohle auch dafür nutzen, um unsere Gegenstände wieder aufzufrischen. Denn wir haben keine Potions mehr. Da können wir mal ein paar holen. Auf jeden Fall ein paar Phönixfedern wieder. Goldnadeln brauchen wir jetzt nicht so häufig, aber Zelte. Sehr schön. Ich glaube, die hatten nicht so viel Interessantes hier, ne? Ne. Holzhammer und die Bögen, Pfeile, nein. Okay, das war's also hier schon. Dann können wir wieder direkt zu der Burg rennen, um da hoffentlich mit den Geistlichen irgendwie eine kleine Verabredung zu treffen. Weil die haben ja gesagt, dass sie uns den Erdkristall womöglich ausleihen würden, wenn wir ihn wiederbringen. Was wir damit dann aber genau machen können, das kann ich euch zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht sagen. Aber wir finden es gleich heraus. So, die Burg Treuer, dann wieder hoch, dann wieder zu den Geistlichen. Die freuen sich dann gleich bestimmt wie Bolle, dass wir den Kristall wiederbringen. Darf ich meinen Augen trauen? Jawohl. Das ist ja der Erdkristall. Ihr habt ihn zurückgewonnen. Hurra! Ja, haben wir gemacht. Was haben wir jetzt davon? Ihr besitzt also den Erdkristall. Diese Stimme. Kein. Bringt den Kristall und kommt an Bord. Ich werde euch zu Rosa führen. Was war das? Wie gewonnen, so zerronnen. Aber wir haben wohl kaum eine andere Wahl. Der Kristall ist aber nur geliehen, natürlich. Ihr dürft euch den Kristall ausleihen, aber seid vorsichtig. Ihr habt uns geholfen. Nehmt euch aus dem unterirdischen Lagerraum alles, was ihr benötigt. Was geht hier nur vor? Was war das für eine Stimme? Ja, ja, ja. Die Kräfte des Erdkristalls wandeln sich mit den Absichten des Besitzers. Wer weiß, was passieren wird, wenn er in die falschen Hände gelangt. Okay. Aber das bedeutet, wir dürfen uns bei diesem einen Lagerraum, wo eine Wache gefragt hat, ob wir die Erlaubnis haben, jetzt auch wirklich alles holen, ja? Dann können wir da nochmal vorbeischauen, bevor wir rausgehen. Weil die hat ja gesagt, ja, immerhin, ihr seid ehrlich. Aber nun haben wir ja die Erlaubnis erhalten. Bitte, tretet ein. Jo, super. Mal gucken, was es hier noch zu holen gibt. High Potion, Allheilmittel, Äther, Turbo-Äther, Elixier, Echokraut, Langbogen, Feuerpfeil, sehr viel Geld, 5000 Gil, Blitzpfeil, 50.000 Gil, Eispfeil, Echokraut, Silberapfel, Turbo-Äther nochmal und Äther, Allheilmittel und High Potion. Okay, da waren jetzt aber einige Sachen dabei, die wir noch nie gesehen haben. Silberapfel erhöht die maximalen Lebenspunkte um 50. Eispfeil, ein Pfeil mit der Kraft des Eises, Blitzpfeil natürlich mit der des Blitzes, Feuerpfeil mit der des Feuers, Langbogen, ein Bogen für den Kampf. Und das Allheilmittel kuriert alle Zustände außer K.O.,
ist also quasi das Medica, der Medica-Zauber unter den Gegenständen. Schön. Wir sortieren das alles schon mal. Der Silberapfel, ja, weiß ich nicht. Wer wäre denn am besten dafür geeignet? Man könnte natürlich immer auf Cecil gehen als unseren Hauptcharakter, aber ich nehme mal Teller, weil der hat aktuell am wenigsten und seine Magie ist enorm wichtig. Gut, das ist überraschend. Also wirklich ja auch überraschend volle Ausbeute hier. Die haben richtig was dabei gehabt. Jetzt haben wir auch sehr, 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 sehr viel Geld mittlerweile. In der einen Truhe waren ja halt sofort 50.000 Gil drin. Was will man mehr? Da würde ich ja gerne, wenn möglich, zu dem Dorf Mithril nochmal reisen, um auch für die anderen Mithril-Waffen zu kaufen. Aber mal sehen, ob Kain das überhaupt zulässt jetzt. Ja, okay. Nee, da kommt mir sofort eine Sequenz. Wo ist der Erdkristall? Hier. Wo ist Rosa? Im Turm von Zod. Folgt mir. Okay, dann kann er uns ja mal zeigen, wo der so sein soll. Oh ne, wir folgen ihm auch wirklich automatisch. Hätte ja auch sein können, dass er uns irgendwie auf der Karte das zeigt, wo das ist, aber nein. Kain. Wo versteckst du dich? Oh, nicht so hastig. Zuerst wird Meister Golbes sein Wort an euch richten. Golbes. Sehr gut, Cecil. Du hast meine Erwartungen übertroffen. Du Schuft, zeig dich! Auch ich kann unser Treffen kaum erwarten. Hielt es aber für gebührlich, euch schnellstens meinen Dank auszusprechen. Spar dir den Hohn. Rosa befindet sich bei mir im obersten Stockwerk des Turmes. Bringe den Kristall hierher, Cecil, damit wir den Tausch vollziehen können. Wehe, du tust dir was. Dann beeile dich besser, sonst kann ich für nichts garantieren. Oh, und wir sind auch schon in diesem ominösen Turm. Wo ist der denn? Kann ich da jetzt noch raus? Nee, ne? Doch. Okay, ich kann also gerade auch nirgendwo anders hinfliegen, sondern gerate automatisch in diesen Turm. Ja gut. So viel dazu. Zentauren. So, wie stark seid ihr denn? Teller soll sich mal verteidigen, die anderen sollen alle angreifen. Ja, das bringt so aber nichts, wenn Teller hier gleich abnippelt. Selbst trotz Verteidigung wurde der so nochmal runtergeboxt gerade. Na gut. Da müssen wir aufpassen auf ihn. Dann kriegt Yang ein paar Potions hinterher geschmissen. Zum Glück habe ich noch ein paar neue gekauft. Das ist der erste Stock. Na, wer weiß, wie lang das hier dauert, ey. Okay, oben links sehe ich eine Schatztruhe. Da gehen wir mal hin. Was ist das auch für ein merkwürdiger Turm auf einmal? Eidechsen und Kobolde. Boah, ey. Ich krieg die Krise, wie arg Teller hier malträtiert wird. So. Erstmal die Eisechse weghauen, bitte. Und dann kümmern wir uns um die Kobolde. Vielleicht.
Ja, spiel Vita auf dich selber aus. Okay. Auch hier ist gerade Teller leider das schwächste Glied. Wenn der angegriffen wird, ist das nicht schön. Die Stummglocke erhalten zum ersten Mal. Eine Glocke mit demselben Effekt wie Stumm. Ja. Habe ich mir fast gedacht. So, weiter geht es. Ein Flammenpanzer erhalten. Eine Rüstung mit der Kraft des Feuers. Effektiv gegen Eis, empfindlich gegen Feuer. Möchte die jemand haben? Jo, Sid nimmt die gerne. Weiter geht's. Der erste Stock des Turmes und da dürfte eine weitere Truhe sein. Aber wie kommt man denn daran? Oder ist das nur Deko? Nee, aber ich weiß nicht, wie man da hochkommen soll. Keine Ahnung. Also wirklich kein Plan gerade. Gibt es vielleicht sowas wie Teleporter oder so? Bin ich mir noch unsicher. Erstmal den Zentauren erledigen. Der ist am stärksten. Kobolde, ja, die nerven schon arg, auch gegen Teller gerade wieder. Aber ja, hilft nichts. Okay. Also ich weiß leider nicht, wie ich da nach oben kommen soll. Weil ich würde halt denken, dass da oben rechts die zwei Sachen, dass das Truhen sind. Aber ich weiß nicht, wie es da hingeht. Daher, puh, kein Plan. Gehen wir einfach erstmal weiter, würde ich sagen. Oder waren das gar keine Truhen da oben? Vielleicht ist es wirklich nur Deko. Naja, gut. Weil hier unten ist jetzt nochmal eine richtige zu sehen gewesen. Und die sehen schon anders aus. Warum sollte es zwei verschiedene Arten von Truhendesign geben in diesem Turm? Ich hoffe jetzt mal. Okay, alle sind eine Stufe aufgestiegen. Das ist schön. Und es gibt eine Falle. Und ich habe nicht vorher geheilt. Na gut, der Höllenhund. Hm. Dann nehme ich mal an, dass prinzipiell Eismagie gut wäre. Probier es aber erstmal so. Flamme. Ja, Teller darf, glaube ich, gleich mal heilen. Oh ne, der Höllenhund ist schon wieder fort. Und wir haben das Flammenschwert erhalten. Ein Schwert mit der Kraft des Feuers. Ja, schön. Nimmt Cesse sogar lieber als das Metrierschwert. Okay. Wenn er meint, dann soll er das gerne tun. Er wird es besser wissen als ich, hoffe ich. Jo. Gut, dann geht's gleich weiter. Der zweite Stock. Da sehe ich aber keine Ruhe gerade, oder? Nö, sieht einfach nur ein bisschen irritierend aus und da ist halt ein langer Gang. Aber sonst nichts Auffälliges. Eisbestie und Zentauren. Keine Ahnung. Versucht mal, die Eisbestien zuerst wegzuhauen. Ja gut, mit dem Feuerschwert geht das natürlich sehr gut. Ja, bislang alles optimal. Teller hat ein bisschen Schaden genommen, Cecil auch, aber es geht. Wir haben ein Zelt erhalten, wie schön. Äther für Cecil bitte einmal.
Weiter geht's. Ja, Schwarzritter. Oh, aber wir sind auch hier im Angriffsvorteil. Hm? Läuft. Die sind nicht so stark, muss man leider sagen. Also was heißt leider? Mir kann es ja recht sein. Wir werden hier bestimmt noch genug knapsen gleich. Ein Fluch wurde auf Sid gespielt. Okay. Da bin ich mir jetzt unsicher, was passiert. Der Fluch ist aber scheinbar auch schon wieder weg. Also je nachdem, was für einen Effekt der hat, kann das natürlich eine schlimme Sache sein. Aber es schien jetzt nichts weiter passiert zu sein. Ist also auch möglich, dass da einfach nur der jeweilige Charakter geschwächt wird, dass die Angriffe nicht mehr so stark sind, wie auch immer. Vier verschiedene Türen. Ja, dann gehen wir der Reihe mal nach. Oh, jetzt habe ich Teller aber nicht geheilt. Und es rächt sich sofort. Mann, 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 Mann. Jo. Ich würde mal sagen, das Flammenschwert gegen die Eisechsen war eine wunderbare Entscheidung. Ja. Dann machen wir es so. Teller soll sich weiter verteidigen und die anderen greifen an. Danach wird geheilt und dann ist das eh wieder alles gut. Eispfeil, schön, schön, schön. In Ordnung. Dann nehmen wir erstmal den ganz unten, die Tür. Und dann gehen wir zu den anderen dreien. Okay. Young greift mal die unten an. Cecil die oben, die Eisbestie. Sid dann die andere. Teller macht wieder Pause. Und so kann es weitergehen. Cecil hat Medica gelernt und kann damit auch Zustandsänderungen aller Art einfach auflösen. So, im vierten Stock gibt es einiges zu sehen. Wieder ein paar Türen. Ja, jetzt weiß ich aber nicht, ob wir hier automatisch weitergehen oder ob das nur Erkundung ist gerade. Hier könnte man ein Zelt benutzen, okay. Schwarzritter und Amazone und Zauberin. Ja, gut, schauen wir mal. Erstmal die Dunkelritter weghauen, dann geht's gleich weiter. Gemach auf Sid ist ärgerlich, aber auch nicht so schlimm. Er ist ja nicht unser Stammkämpfer gerade oder ein enorm wichtiges Mitglied, muss man leider sagen. Daher halb so gut. Er macht okay Angriffe, aber er ist auch nicht sonst wie wichtig aktuell. Okay, die Amazonen sind recht stark. Das sollte man sich merken. Ja gut, dann nehmen wir wirklich mal ein Zelt in Anspruch. Einfach schon, um die Magiepunkte wieder aufzufrischen. Ist schon in Ordnung so. Dann kommen wir vielleicht sogar langsam in den Bereich, wo auch unser lieber, netter Teller wieder aktiver werden muss. Willkommen im Turm von Zod. Wahrlich entzückt. Willkommen. Wir sind das Magus-Trio. Wir dienen Barbarisia, der Herren des Windes. Duk, Muk und Ruk.
Eure Reise endet hier. Wir werden euren Kristall an uns nehmen. Sagt eurer Rosa Tschüss. Delta-Angriff. Bitte? Oh, aber die Sprites finde ich sehr cool. Treten, angreifen, obwohl, nee, dann macht man lieber nichts. Sprich den Zauberrug. Okay, die können Reflekt, deswegen will ich nicht irgendwelche Magie auf sie zurückbringen. Delta-Angriff. Ah, die machen Magie auf sich selber, um den dann zu reflektieren. Finde ich irgendwie merkwürdig. Die machen aber auch Reflekt auf uns direkt, ja. Naja gut, aber wenn wir sie direkt angreifen, dann denke ich, dürfte nicht so viel passieren, oder? Die machen zwar ihre Delta-Angriffe jetzt, aber so richtig sinnvoll erscheint es mir noch nicht. Ja, Teller hat zwar einigen Schaden bislang erhalten, aber ich würde halt hoffen, dass wenn wir eine von denen schon mal weghauen, dann können sie auch nicht mehr so viel auf ihre Strategie aufbauen. Also werden wir sie Schritt für Schritt mal versuchen auszulöschen. Die eine spielt immer Reflekt, die andere hat vorher die Magie auf sie direkt ausgespielt, aber dadurch, dass die jetzt weg ist... Erzengel? Ja, dann muss wohl die in der Mitte weg. Dann müssen wir die Reihenfolge rausfinden. Duke ist erstmal nicht so wichtig. Ja, die mit ihrem Delta-Angriff, das ist mir egal. Ich muss nur herausfinden, wer von denen dann immer mit Erzengel unsere Strategie wieder einreißt. Da war ich leider noch nicht so richtig aufmerksam. Da machen die auch gefährlichere Zauber mit der Zeit. Ich wusste halt nicht, dass die Erzengel dabei haben. Das ist ein bisschen blöd gelaufen. Die müsste doch auch weit weg sein, oder nicht? Also die Mook lässt sich immer reflektieren und greift sonst nur ein bisschen an. Aber das... Eigentlich ist es Pipifax, weil die Zauber, die sie hier so spielen, das ist zwar nervig, aber auch nicht so wild. Ja, Sid ist leider wegen seiner Rüstung ein bisschen leichter anfällig für Feuerzauber, deswegen hat er so viel Schaden gerade genommen. Ja gut, das ist jetzt aber ein bisschen langweilig, ne? Sehr schön. Dann ist hier, glaube ich, bald Schluss. Ja. Die Mook war der elementare Bestandteil, wie es scheint. Weil jetzt wird hier nicht mehr mit Erzengel rumgespielt. Und nur noch Mook ist dabei. Gemach, Gemach. Gib dir gleich mal Gemach. Ja, der Rest soll einfach direkt angreifen, dann passt das schon. Die macht Heilzauber auf sich selbst, aber das wird nicht ausreichen. Dafür sind wir zu stark und in der Überzahl. Ja, konfus, ist nervig, das stimmt. Aber sie ist tot. So viel zum Magus-Trio. Unmöglich! Unser Delta-Angriff ist gescheitert? Nein! Ja, so sieht's aber mal aus, meine Freunde. Jetzt bin ich aber ein bisschen irritiert.
heißt das, das ist schon der richtige Weg, immer weiter nach oben. Dann sollten wir nochmal zurückgehen, weil da gab es ja schon noch ein paar andere Türen, wo ich gerne mal sehen würde, wo die uns hinbringen. Ja, ich werde nochmal ein bisschen heilen, aber nur ganz regulär mit Vita. Das war jetzt kein wilder Kampf, muss man sagen. Also da sind ja einige der regulären Kämpfe noch schlimmer als der Bosskampf gerade gewesen. Marionette und Puppenspieler. Die Marionette ist schon mal weg. Eine davon. Die Frage ist, ob er sie jetzt einfach wieder regenerieren kann. Dann könnte es schwierig werden. Sieht aber nicht so aus. Nö. Ich habe gedacht, vielleicht sollte das so eine Einweisung sein, wie man mit dem Magus-Trio dann vorzugehen hat oder dass die eben Erzengel können, aber scheinbar komplett Wumpe. So. Genau, hier gibt es eine Höllenkralle zu finden. Eine Kralle, die Gift bei einem Gegner bewirken kann. Ja, super. Da freut sich Yang. Nimmt die Höllenkralle und die Katzenkralle in Anspruch. Ja, und ich glaube, da brauchen wir uns nicht so viel Sorgen machen. Bis auf Teller. Der wird leider ganz schön genötigt hier. So. Gemach auf Cecil nervt, aber halb so wild. Mach mal Witkra auf dich selber. Die Zauberin ist auch gleich weg und dann nur noch die Amazone. Das kriegt ihr doch hin. Sehr schön. Wir haben ein gutes Quartett gerade dabei. Ja, schade, dann hätte ich da also gar nicht sofort hingehen müssen. Da sind wir direkt auf das Magus-Trio zugesteuert. Die hätte ich gerne als Abschluss heute dann gehabt, würde ich meinen. Aber gut, stattdessen machen wir diese drei Türen einfach noch fertig und gucken uns an, was sich da wohl so verbirgt in den verschiedenen Schatztruhen. Und beim nächsten Mal geht es dann weiter, wenn wir herausfinden wollen, wie wir Rosa befreien können, wenn das denn möglich ist. Kann man nicht hundertprozentig sagen, hier gerade, was Golbez vorhat. Wobei, was er vorhat, ist ja schon relativ klar. Er will uns ermorden. Ein Flammenschild erhalten. Ein Schild mit der Kraft des Feuers. Effektiv gegen Eis, empfindlich gegen Feuer. Ja, nimmt Cecil auf. Sehr schön. Dann noch ein bisschen heilen wieder. Und weiter geht es. Zwei Türen sind ja noch offen. Aber klar, Amazone und Schwarzritter möchten hier gerne mit uns noch rumspielen. Na komm. Jo. Ach, Teller ist gestorben, hätte mir klar sein müssen. Bin ich aber selber schuld, ich hätte ihn gleich verteidigen lassen sollen. Aber nein. Ich dachte, das kriegt er schon hin. Nee, der arme alte Mann hat einfach auch keine gute Verteidigung, muss man sagen. Was der in der ersten Reihe hier macht, verstehe ich nicht. Vita, Vita, Vita. So. Wo kommen wir hier hin? Ein Gaia-Hammer erhalten. Ein Hammer mit der Kraft des Feuers, der wirksam gegen Maschinen ist, wirkt als Item im Kampf Beben. Das dürfte dann ja für Cid sein. Jo, nimmt er auch sofort.
Und eine Tür bleibt noch übrig. Eisechse und Kobold mal wieder, natürlich. Ja, rohe Gewalt ist hier wohl das Mittel der Wahl. Sid haut jetzt auch ordentlich rein mit diesem neuen Hammer. Das freut mich sehr zu sehen. So, die letzte Truhe und da ist drin ein Ornat. Ornat, eine aus heiligem Garn gewebte Robe. Und die ist wohl auch für Teller gedacht. Ja, super. Dann sind ja alle gerade optimal fast ausgerüstet. Wir haben die ganzen Schatztruhen hinter diesen Türen gesehen. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann an derselben Stelle wieder, wo ich da das Magus-Trio besiegt habe. Und dann gehen wir weiter in den Turm von Zod. Macht's gut!